So, jetzt sind wir hier bei so einer Wallfahrtskapelle, die drei Waller. Aber irgendwie wurden hier einige Bäume umgemacht. Ich vermute mal, dass wir auch der Borkenkäfer war, keine Ahnung. Aber es gibt da oben ein Bänkchen, werde ich mich gleich mal niederlassen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Tag ist noch jung. So, jetzt bloß nicht vertreten. So, wie weit das hier alles ist. Okay. Okay, jetzt hätte mal jemand sagen können, dass hier alles ultra schlammig ist. Hilfe, gehen wir doch mal schnell hier weg. Das war garstig eben. Das sah man nicht. Aber umso hübscher das kleine Kapellchen. Und dreimal könnt ihr raten, was ich jetzt gleich mache. Wenn ich dieses schöne Seil da sehe. Ja, hinter mir seht ihr die drei Wallerkapelle. Wirklich auf einem schönen Stück Erde hier. Auf 1400 Meter ungefähr. Und der Sage nach soll die Kapelle, zumindest die erste, die gebaut wurde, schon im 7. Jahrhundert entstanden sein. Dann 1592 gibt es aber dann das erste urkundlich erwähnte Baujahr der ersten Kapelle. Und 1967 war sie dann fast verfallen und wurde mit Hilfe des Rotary Clubs hier aus der Gegend wieder neu aufgebaut. Und jetzt ist sie wieder ein beliebtes Ausflugsziel und auch ein Wallfahrtsziel natürlich immer noch. Und sieht wirklich urig aus. Könnte auch von keine Ahnung wann sein. Die Frage, wie alt die Bausubstanz schlussendlich ist von dem Ding. Und schön. So, und zu guter Letzt lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, den Klöckner von Gastein zu spielen hier. Schauen wir mal, ob wir das loskriegen hier oben. Ui, ui. Ja, okay. Schön, schön. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Halt immer noch verklemmt da oben. Nicht, als dass uns das ganze Ding da entgegenkommt. Wahrscheinlich werde ich verhaftet jetzt. Okay, man wird es mir verzeihen, hoffentlich. Tun wir es wieder schön einklemmen, wo es hergekommen ist. So. Und jetzt, Sattler, schauen wir auch mal rein. Ist ja nicht umsonst offen. Oh, hübsch. Okay. Allergrößten Notfall, wenn man mal verloren geht hier oben, was natürlich eher unwahrscheinlich ist, könnte man auch mal zwischensteigen hier. Sehr alte Bänke. Ja, und ich bin mal den strammsten Weg wieder hoch hier zum Rauchkögler. 1830 Meter oder so, glaube ich. Eigentlich brauche ich nur eine Stunde ungefähr, aber es ist natürlich der ekligste Weg hier für die Fersen, die gerade in einigermaßen feuchten Socken drin stecken. Wir lassen uns überraschen. Wird schon gehen. So, dieses Treppensteigen ist auch gar nicht so schlimm, als so konstante Steigungen hochzulaufen. Sehr beschaulich.
Schaut mal. Das ist einfach so liebenswert, was hier auf geringstem Raum wächst, wenn man genau hinschaut, ne? Ja, es wird immer besser hier, also bin gerade wirklich geflasht, wie schön, wie einsam, nichts los, nur das Pfeifen der Vögel, der Wind, der Nebel, also die Wolken eigentlich schon, die sich hier so durchziehen. Und gerade eben, also ich wandle hier jetzt so durch einen Heidelbeer-Hotspot durch. Und jetzt wäre eigentlich wichtig gewesen, dass wir mal endlich einen Fährtenleser-Workshop machen. Das werde ich immer mal anstrengen, wenn das YouTube-Money reinkommt. Ich zeig's euch mal kurz. Ich meine, hier ist noch einigermaßen eindeutig, ne? Wer hier gewandelt ist vor nicht allzu langer Zeit. Die Spuren sehen noch vergleichsweise gut aus, dafür, dass es geregnet hat heute Mittag. Also da war ein Freund unterwegs hier und ist wohl auch auf dem Weg zum Gipfel. Ich habe es geschafft, wir haben es geschafft, 1830, glaube ich, Meter. So, ich bin jetzt auf dem Abstieg. Knapp eine Stunde noch bis zum Gasthof wieder. Ich finde es so witzig, wenn Kühe im Wald rumspringen. Na du, die gemeine Waldkuh. Da merkt man so ein bisschen vielleicht das Auerochsen-Erbe. Soweit ich weiß, sind die auch ziemlich im Wald rumgesprungen. Und diese Wiesente, die es da noch gibt, die leben ja auch im Wald. Spannend. Ja, also, es geht rund. Nun, es geht nach Hause, mir bricht das Herz. Hätte noch eine Woche vertragen können hier, ehrlich gesagt. Auch allein schon, um noch ein paar coole Touren zu machen, aber es ist auch wirklich so ganz schön. Ich hatte ja Österreich früher nie so auf dem Schirm, bis es mich dann mal gepackt hat. Und ich bei so einer Jugendgruppe da mitgefahren bin, als Betreuer. Und seitdem bin ich eigentlich ganz gerne hier und versuche sie jedes Jahr einmal einzurichten, irgendwie auf die eine oder andere Weise. Entweder mit der Band oder eben jetzt wieder hier privat. Wir schauen uns noch einmal kurz um. Ja, das hat man zu Hause halt einfach nicht, gell? Und wir sagen Ciao. Vielleicht gibt es noch eine kleine Meldung von der Fahrt.
Ich hole jetzt in der Nähe von München noch 3 Mietfahrer ab. Ich habe mal wieder BlaBlaCar bemüht, spaßeshalber. Und bin gespannt, welche Gespräche sich da noch so ergeben werden. Also dann macht's gut. War schön hier in Österreich. Mittlerweile bin ich wieder zu Hause. Ihr seht meinen Garten wieder voll am Erblühen. Ihr kennt ihn, glaube ich, mittlerweile besser als jeder andere. Also, Österreich war auf jeden Fall eine Reise wert. Hat sich alles sehr gut gefügt. Ich war ja mit dem Oldtimer unterwegs. Verbrauch hat vollkommen gestimmt. Ich habe zum allerersten Mal den Verbrauch so richtig messen können. War sehr zufrieden mit der Riesenmaschine, die ich da drin habe. Die Rückfahrt hat auch super geklappt. Auch mit Mitfahrern von BlaBlaCar. An dieser Stelle nochmal die Empfehlung. Das kann man durchaus mal wieder machen, wenn man halt Bock drauf hat natürlich. Ich kann auch verstehen, wenn man niemand Fremdes im Auto sitzen haben will, aber für mich hat es jetzt vollkommen gepasst. Rückfahrt war, naja, ein bisschen lang, das könnte man vielleicht festhalten. Also durch die ganzen Unwetter und Staus, die sowieso aufgrund der Rückreisezeit zu erwarten waren, war das ein bisschen unangenehm, also fast 4 Stunden länger unterwegs gewesen als eigentlich geplant. Aber nichtsdestotrotz hat sich für jede Minute des Urlaubs auf jeden Fall gelohnt. Und was ich euch noch so ein bisschen mitgeben will, weil ich das in letzter Zeit öfter mitbekommen habe, ist Folgendes. Gebt nicht so viel auf die Wetterprognose. Bei mir hat sie jetzt zwar bis auf den ersten Tag gestimmt, es war regnerisch und verhangen. Aber, also gerade wenn ihr in die Berge fahren wollt, wenn ihr da so unterwegs seid und ein bisschen der Berg ruft spielen wollt, dann vergesst es einfach. Das Wetter ist auch in der Form einfach charmant, finde ich. Die Berge haben sowohl bei schönem Wetter als auch bei wolkenverhangenem Wetter durchaus ihren Charme und ihre Atmosphäre. Von daher einfach go for it. Wie immer, geht raus und erlebt was. Euer Kai von den Outdoor Delinquents.